Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weiter geht's mit meiner nächsten Review, diesmal zu Heft 31 der aktuellen, seit 2019 laufenden Die Spinne-Heftserie. In den fremden Dimensionen mit Dr. Strange heißt es. Und darum geht's auch zum großen Teil. Peter wurde ja von, also als Spider-Man halt von Kindred angegriffen. Kindred hat die, praktisch diese ganzen anderen Spinnenwesen wie Miles Morales, Ghost Spider, Spider-Woman, Spider-Girl und Madame Web praktisch übernommen, die halt sich jetzt auf Spider-Man gestürzt haben. Und wie wir im letzten Heft schon gesehen haben, sucht Spider-Man Hilfe bei Dr. Strange. Er will Kindred finden und über die mystische Ebene gehen. Das versuchen sie auch. Also Dr. Strange will ihm helfen mit diesem Handschuh. Wie heißt der? Die Hand der Vishanti. Aber irgendetwas stimmt nicht. Dr. Strange bricht das ab und sagt, hast du schon mal irgendein Arrangement getroffen? Und hierbei sieht man mal wieder, dass Nick Spencer halt sich so gut auskennt und halt, was er schon den ganzen Run über macht, auf alte Runs und alte Ereignisse zurückgreift. Hier wird natürlich angedeutet, dass Spider-Man diesen Deal mit Mephisto hatte, der zu One More Day führte und dann zur neuen Brand New Day Ära, was ich beim letzten Video über diese Serie schon erwähnt habe. Und Spider-Man weiß jetzt nicht, was er machen soll und er kennt ja jemanden, der was machen kann, und Black Cat klaut diesen Handschuh von Dr. Strange. Und so begibt sich Spider-Man in die in die mystische Welt halt, Kindred zu finden, was er scheinbar auch macht. In der zweiten Story geht es halt um, geht es weiter mit diesem LR-Nummern, also hier drin Amazing Spider-Man 51 und Amazing Spider-Man 51 LR. Warum sie das so gemacht haben, weiß ich nicht, hätte man wahrscheinlich auch alles in der Hauptserie machen können, als Zweitstory oder halt mehr Ausgaben bringen. Sie haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sowieso schon zwei oder drei Ausgaben pro Monat gebracht. Aber man hat das halt nochmal extra gemacht. Hier ist der Fokus eher wieder auf dem Sin-Eater, der so ein bisschen enttäuscht ist, weil Kindred ihn hat fallen lassen. Außerdem, also da wird viel auf diesen Sin-Eater, was macht er jetzt, wie geht der mit der Situation um, er will halt seinen Feldzug weiterführen. Dann wird natürlich auf die Hauptstory eingegangen, wo Black Cat halt diesen Handschuh klaut von Dr. Strange. Sie wird hier auch von Dr. Strange gestellt, der das halt merkt. Also die beiden verschiedenen Storylines greifen ineinander. Das macht schon Sinn, beides zu lesen, auf jeden Fall. Man musste beides lesen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich das auf Deutsch habe, da man hier halt beides nacheinander serviert bekommt. Ja, war wieder ein ganz gutes Heft. Die Identität von Kindred ist ja bekannt seit dem letzten Heft, wobei Nick Spencer das halt hier immer noch so ein bisschen, also Peter weiß das noch nicht und der lässt das halt noch so ein bisschen offen, denn immerhin war Norman Osborn der gesagt hat, wer hinter Kindred steckt. Und als Leser weißt du natürlich auch nicht so genau, ob das stimmt. Deswegen bleibt das auch spannend, ob der wirklich Kindred ist, der Kindred zu sein scheint. Und ansonsten die Story hat mir gut gefallen, vor allem auch Mary Jane ist ja wieder zurück. Hat Peter auch nicht gesagt, dass sie halt, ich glaube, in Hollywood einen Film gedreht hat und Regisseur war kein anderer als Mysterio, was halt natürlich auch Konfliktpotenzial birgt. Und Mary Jane trifft hier auf Norman Osborn, der ihr hilft, Norman Osborn, der Geläuterte, muss man auch mal gucken, wie das weitergeht. Ja, alles in allem, der Arc geht ganz gut weiter. Am Ende taucht noch jemand auf, den wir auch aus dem Straczynski-Run kennen. Also wie gesagt, Nick Spencer bedient sich weiterhin alter Runs.
Auch dieser Handschuh, genau, das wollte ich ja noch sagen, dieser Handschuh ist nämlich auch bei Straczynski in dem Run zum ersten Mal vorgekommen. Da hat Spider-Man, musste er gegen so einen Typen antreten, der immer Kinder in eine andere Dimension entführt hat und brauchte auch Dr. Strange Hilfe. Und da war dieser Handschuh zum ersten Mal halt damals, also zum ersten Mal für mich zumindest damals, ein Thema. Das gefällt mir sehr gut, wie Nick Spencer das macht. Diese Rückgriffe, wenn man es denn gelesen hat. Schreibt mir mal rein, was ihr von dem Heft gehalten habt, möglichst ohne zu spoilern in Richtung weiterführender Hefte. Ja, bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.